Hallo zusammen. Wir haben folgende Aufgabenstellung. Wir sollen einen 90-Grad-Winkel konstruieren ohne Winkelmesser am Geodreieck. Das ist im Endeffekt nicht schwer. Das möchte ich euch jetzt zeigen, wie so eine Konstruktion funktionieren kann. Alle Konstruktionen von Winkel ohne Winkelmesser funktionieren immer über das gleichseitige Dreieck, über einen 60-Grad-Winkel. Das schaut folgendermaßen aus. Wir zeichnen uns einen Schenkel, fixieren den Scheitelpunkt am Schenkel und konstruieren dann einmal 60 Grad. Das geht so, wir stechen im Scheitel ein, nehmen irgendetwas in den Zirkel, wie viel ist jetzt egal, dann müssen wir es dann im Zirkel lassen, schlagen uns einen Winkelbogen ab, einen größeren Winkelbogen, stechen in diesem Schnittpunkt hier herunten ein, und konstruieren über den Abschlag 60 Grad. Wenn ich diesen Abschlag im Zirkel lasse, hier einsteche und noch einmal abschlage, erhalte ich noch einmal 60 Grad dazu. Also 60 Grad und noch einmal 60 Grad, also 120 Grad. Und jetzt ist es fast schon logisch, wenn ich zwischen 60 und 120 halbiere, 30 Grad befinden sich in der Halbierung, dann habe ich zu 60 Grad 30 Grad dazu addiert und erhalte automatisch 90 Grad. Das funktioniert jetzt in diesem Fall über die Streckensymmetrale, über die Halbierung dieses Winkels. Wir nehmen mehr als die Hälfte in den Zirkel, schlagen ab. Wir schlagen das gleiche nach oben ab, auf beiden Seiten. Und verbinden diese beiden Abschläge miteinander. Und dort, wo sich beide Abschläge treffen, ergibt sich exakt ein 90-Grad-Winkel. Zur Überprüfung stimmt. Wir haben zuerst 60 Grad konstruiert. Ich zeichne es hier noch einmal ein. Das war die Grundkonstruktion, 60 Grad. Haben dann noch einmal 60 Grad dazu konstruiert. So sind wir insgesamt auf 120 Grad gekommen und haben diesen Abschnitt von 60 auf 120 halbiert. Mit der ganz normalen Konstruktion, die wir sowieso kennen. Und haben somit hier noch einmal 30 Grad zu 60 Grad dazugegeben. Das heißt, das wäre jetzt unser Ergebnis, 90 Grad, die wir gesucht haben, ohne Verwendung des Winkelmessers. Wir haben es dann nur am Schluss noch einmal überprüft, ob es stimmen könnte. Alles klar?